Und weiter geht's mit Genshin, direkt die nächste Aufnahme im Anschluss und ciao, halt die Klappe. Those memories. So dark. Dass er im Fall noch so kühl weiterreden kann, wundert mich irgendwie. Wow. Der Junge hat Eier in der Hose. Stimmt. Der eine komische Typ, der Ren oder wie er heißt, von Shaman King. So in gewisser Weise, so ein bisschen erinnert er mich schon an, wow, so ein bisschen. So eine ähnliche Einstellung zumindest. Zumindest zu Anfang. Aber okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich gleichen. Ähnlich. Sie hat mich nur daran erinnert. Das ist aber auch nur ganz banal. Ganz unannehmbar. So, vielleicht kriege ich ja mitten im Kampf das Rätsel gelöst. Dann lache ich. Und tschüss. Ah. Okay. Du drehst nur den. Du drehst die beiden. Du drehst die drei. Du drehst nur euch beide. Okay, die außen drehen sich alleine. Der in der Mitte dreht sich zusammen. Ich hab eine Idee. So. So, dich. Okay. Sagen sie alle in eine Richtung gucken, ist es nochmal richtig. Wie viele Siegel habe ich jetzt mittlerweile? 105. Ich habe fast 200 Elektrosiegel. Jetzt sind 8 Level Instant. Die ich am Ende der Inseln haben werde, mindestens. Im nächsten wahrscheinlich direkt 8 Level. What the fuck? Wahrscheinlich wird dann gesagt, ja, Level 30 ist, Level 40 ist Cap, das heißt, du kannst wieder nichts machen mit den Dingern. Eieiei. Ob es wohl im Akt 4 von Kapitel 2, wenn Daneslave eventuell wieder auftaucht, ob es dann wohl irgendwie eine Quest gibt, wodurch dann Inazuma wieder offen ist und dann die Leute Handel betreiben können? Interessant. Ja, zumindest, es würde, wäre zumindest eine lebendige Welt. Wenn sie jetzt den Rest des Spiels immer sagen, ja, wir müssen das nur aufbauen erst wieder und so weiter, und das ist ein bisschen lame. Ganz im Ernst. Das wäre schwach. Und weil ist so faul. Keine Quest davor ausdenken, dass man die Türen wieder öffnet und man einkaufen machen kann wieder. Zack. Ich meine, dann müssen sie auch die Daily Quests überarbeiten. Das Problem ist. Okay, die Quest, die das dann quasi aktiviert, dass man wieder einkaufen gehen kann, dann müsste man halt erst alle anderen Weltquests vorgemacht haben. Wo die Türen auch verschlossen waren, mehr oder weniger. Weil man zuerst die Archon-Quest macht und dann so einen Quatsch macht, dann. Ja. Immersion-mäßig ist es, glaube ich, schwer umzusetzen, aber. Ja, es wäre möglich, aber es ist halt nicht einfach. Das war die Katzeninsel. Verdammt. Ich hab's ja nicht hinbekommen. Nicht drauf, dran gedacht. Bin auch relativ spät erst gesehen, aber egal. So. Ich sollte erstmal oben drüber laufen. Danach mich unten drumherum kümmern. Die kann man wieder hoch. Ja, man kann da theoretisch wieder hochgehen. Frage ist, will ich da hoch? Ich glaube, ich will da hoch. Geh ich da so ran? Nope. Dafür brauche ich schon dann doch Kasua oder irgendwas, was sich erhöht. Ist sogar irgendwas. Moment. Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt echt was ist. Stimmt, ich habe mich im Weiten gesehen. Oh Gott. Ich runterfallen jetzt. One with nature. Hey, da muss ich noch höher. Moment.
Quake. Ja, ja. Rise und dann Quake und dann. Jetzt aber. Hier ist ein Phasentor. Warum ist hier ein Phasentor? Wo zum Fick gehörst du zu? Wo führt der mich jetzt hin? Irgendwo nach unten. Wo ist meine Seele hier eigentlich hin? Zum Teufel. Ach, da hinten irgendwo. What the fuck? Ich meine, ich finde zwar die Fahrt irgendwie an sich ganz nett. Da waren sie auch bestimmt voll stolz drauf. Aber hätten sie nicht auch das dann einfach so machen können? Ja, keine Ahnung. Dass man direkt einfach dahin fliegt, um Zeit zu sparen. Okay. Spannend. Aber besser so, als dann das wirklich mit Ausdauer laufen müssen alles. Das Ganze mit Ausdauer machen wir echt kacke. Aber so kommt man da auch auf normalen Wege hoch. Okay. Frage ist, könnte man das Ding drehen und dann halt woanders hin? Da ist mein Elektro-Ding, was ich haben will. Kann man das Ding drehen, theoretisch? Und dann in eine andere Richtung auch noch gehen? Nee, nee, der ist fest verankert, den kann man nicht drehen. Okay. So, nach unten folgen habe ich kein Problem mit. Unten fliegen ist immer nett. So, gut, dann da noch gleich von vorne. Oh nein. Ah, und da komme ich dann da hinten rüber, okay. Ich glaube, ich möchte mein Team wechseln und möchte statt Schau. Let's finish this quickly. So. Into the wind. Let the show be. Und jetzt frisst das. Ha. Und die kann ich notfalls auch noch mit anderen Sachen treffen. Ich gibt's doch nicht eine Elektro-Variante, das ist gut. The wind knows me. Incoming. Weiß nicht, will ich mir die notieren? Sie halt. Hier gibt es keinen Teleporter hin. Ich will trotzdem mal einmal hier so. Gucken, ob ich die ein paar Mal farmen gehe, wirklich effektiv in der nächsten Woche oder nicht. Stay alive. Auch Bio-Dinger. Let's dance. Tja. Speed of light. Ich meine, ich könnte natürlich auch gucken, dass ich vielleicht ein Physical Carry mache. Dann. Also das Physical Set müsste ich halt nur einmal zusammenbekommen. Könnte ich dann mit Fischl und Viking wechseln lassen immer. Das ist, glaube ich, ganz cool. Oh, hi, Leute. Gather. Into the wind. As one with wind and cloud. Müsste ich jetzt nicht eigentlich einen Elementschadensbonus bekommen auf Elektro hier drinne? Also ich glaube, der Damage ist ein bisschen höher gegangen, aber ist so viel höher, dass es sich gelohnt hätte oder aufgefallen wäre. Wo ist das Ding? Da ist schon wieder so ein Ding, was keinen HP-Balken hat. Speed of light. Okay. Wozu bist du dazu da, um rüber zu kommen? Wieder, okay. Dann gehe ich gleich hin. Was ist mit euch? Ihr begutachtet das Tor da vorne. Ah ja, another test. Ihr könnt mich mal. Zack. Kriege ich jetzt hin? Das will ich auch erst gleich testen wollen, weil egal wo es mich hinbringt, ich will erstmal hier jetzt gucken.
Also mich so irgendwo da hinten hinbringen. Kann ich auch erst hier zu Ende gucken eben. Und da ist meine Serie hingeflogen. Okay. Rise. The wind knows me. Hat er sogar schon an seinem Platz, wo er hin soll. Okay. Fast. Okay. So, jetzt soll er saufen am besten direkt, ja? Nee. Gut. Irgendwie finde ich es nett, dass das ganze Seekrass jetzt immer am Strand ist. Das können sie auch für andere alte Gebiete nachpatchen eigentlich. Würde zumindest mal Sinn machen. Weil Seekrass sollte halt überall sein. Und nicht nur in Japan, wo man es für Sushi und Co. benutzt. Apropos Sushi, hätte ich auch Bock drauf jetzt. Ich hab noch Sushi-Reis alles zu Hause. Ich hab auch einen Lachs zu Hause. Ah, Lachs muss ich halt erst rauslegen. Ich habe auch keine Toasties da, um notfalls Hähnchen-Varianten zu machen. Das habe ich leider auch nicht. Ich habe Hähnchen-Streifen zwar da. Ja gut, ich habe Hähnchen-Streifen da. Die sind auch alle vorgekocht. Die könnte man theoretisch nutzen. Aber ich mag die Dinger kalt nicht. Die riechen so pervers und so wie sie riechen, schmecken sie kalt halt wahrscheinlich auch. Vielleicht, oh, ich könnte mir eine Suppe machen. Eine Suppe habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Merkt man, dass ich Hunger habe? Eventuell. Ein kleines bisschen zumindest irgendwie. I'll protect us. Oh, eine Suppe wäre nicht schlecht, glaube ich. Wehe, ich brauche da hinten einen Bogenschützen oder ein Boot. Ich stelle zumindest auch einen Punkt dafür zur Verfügung, da, wenn ich da was von brauche. Wäre ganz nett. Muss aber schon sagen, der Ausdauerbalken in Breath of the Wild hat sich im Nachhinein doch sehr viel schneller aufgeladen als hier. Irgendwie ein bisschen schade. Das ist so typisch. So, wie kann ich das jetzt machen, ohne dass ich jetzt wechseln muss? Kann ich gar nicht. Ja. Nein, nicht der Händler. Gruppe. Da. Come on, don't keep me. Wir suchen das ein bisschen nervig hin und wieder. Findest du? Danke. Komm. Jetzt auch ruhig noch das Eis da lassen, dass ich das Essen einsammeln kann. Wow. Ein paar kleine Fischis. So. He called. Ja, ja. He oder you? Ich glaube, you würde mehr so machen. So, wo komme ich jetzt an eine Elektro-Dingens her? Wahrscheinlich ganz oben auf dem Berg, oder? Ja. Hab dich gesehen. Gib mir dein Geld. Also, jagen für Fleisch okay, aber jagen, um dem sein Geld wegzunehmen, das ist so ein bisschen merkwürdig. Was hier machen? Nö. Okay. Ah, jetzt kann ich da irgendwas machen. So, jetzt kriege ich noch. Wie viel habe ich davon mittlerweile? Eigentlich schon wieder 20. Aber ich krieg nicht mehr genug zusammen für Level 9, oder? Oh, what the... Ach so, wäre ich denn da oben hingekommen, oder was? So würde ich da normalerweise hinkommen, okay. So, war ich da jetzt eigentlich... Habe ich mich da zu Ende umgeguckt? Ich glaube ja, oder? Da ist noch ein Gegner, oder? Scheiße. Da war ich. Definitiv. Was ist so einer? Gather! I'll protect us. Into the wind. Zack. Ach so. Oh. Da fällt da was auf. Ich hatte eigentlich gerade Keking draußen und nicht Schau.
Macht der Gewohnheit. Oh. Egal. Solidify. One with nature. Useless. So, was ist das? Into the wind. Ja, gut, dass ich jetzt Kiki nicht draußen hatte. Es wäre ja sonst eventuell ein bisschen blöd gewesen gegen den. Gegen den Elektro-Vanilloqua oder wie sie heißen. Und die Dinger. Ja, cool, das sind nur Käfer. So, jetzt noch hier vorne gucken, habe ich die Insel fertig. Und dann kann ich sie im Phasentor hin. Geht ja doch schneller als gedacht. Das hier wäre jetzt sogar fast durch die größte, oder? Abgesehen von dem da hinten. Aber ein anderes ein bisschen höher, glaube ich. Egal, passt schon. So, dann kriege ich darüber, will ich aber nicht. Let the show be- Hat irgendwas gespawnt? Nö. Zack. Eigentlich müssten die doch nur so ein bisschen Erz sammeln, die Schatzräuber, und dann müssten sie damit eigentlich gut Geld machen können, oder? So. Ich gehe noch das kleine Stück da vorne hin, aber okay. Da hinten das Tor oder bilden wir das ein? Das Tor ist echt am anderen Ende der Insel, oder wie jetzt? Da frage ich mich gerade, warum muss ich jetzt. Hätten sie auch doch eigentlich direkt da vorne hinsetzen können? Hätte ich mir nämlich die Insel von da aus angucken können. Und da fliege ich, glaube ich, rüber. Oh. Solidify! Das riecht nach Marker. Zack. Zack, zack, zack. So, irgendwie aus den Augen verloren. Mal nach oben, okay. Das ist. Okay, das ist, glaube ich, eine Aqua. Ein Hydro. Dingens. Gut. Ist nichts. Erstmal am besten immer hier oben lang. Da kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Wow. Lass ich raten, jetzt habe ich ein Problem. Genau, weil ich jetzt nicht darüber muss. Upp. Wo bringe ich jetzt dann das Ding hin? Nach oben weiter irgendwo? Von hier aus geguckt, das ist doch relativ weit weg. Holy shit. Und der bringt mich jetzt zum Elektrokolos hin, okay. Okay. Und von dem aus hätte ich jetzt auch den da vorne in der Luft einsammeln können, theoretisch, den ich da schon mal gesammelt habe. Okay. Gut. Mache ich jetzt. Ich nutze den Moment hier oben noch aus, um so ein bisschen zu scouten wieder. Zack. Na, da sind die Nemo-Viech. Ne, Hydro war das, oder? Müsste Hydro gewesen sein, ja. Und. Hopp. One with nature. Solidify. Der hat sich aber jetzt auch verdammt viel geheilt. Jesus. Chill halt. Schon wieder instant. Gather. Ich finde, der heilt sich zu oft. In zu kurzen Intervallen. Und vor allem, er hielt sich dann mit der Hälfte seiner Leben. Gather. Oh nein. Okay, das ist eventuell ganz gut, wenn die jetzt zusammenstehen. Im Moment. So. Ganz schnell. Okay. Nein. Du machst jetzt nichts in der Art. Böses Ding.
So. Voll, ist fast voll. Nur ist mir so voll. Nur ist aber voll. Barbara stirbt eigentlich in den seltensten Fällen selber. Oder nimmt sie in seltensten Fällen Schaden. Oh, hi. Gib mir ein Geld. Ich hab nur 57 gehabt. Was ist denn das für ein Geizkragen? Ja, dann hat 1000. Stabilize. Oh, und hier gibt's auch nochmal Erz. Ah, ich hab gleich wieder mein Limit erreicht. Cool. Ich weiß, dass das Markerlimit ist so nervig. Es gibt halt so viele, was man sich markieren möchte eigentlich. Und man kann aber nicht alles markiert lassen. Und es gibt auch keine Filter, dass man halt bestimmte ausblenden kann dann, die man gerade nicht braucht. Halt irgendwie wollen quasi, dass man die Webkarte nutzt. Ich will nicht sagen, dass sie das nicht wollen, dass man die nutzt. Time to go. Quasi Pins einmal übernehmen und dann. Ja gut, man hat quasi doppelte Variante. Man könnte einmal voll machen, importieren und danach alle löschen und dann nur auf die Karte online gucken. Aber das ist halt unnötig, kompliziert und verlängert. Englische Wort wäre jetzt unconvenient gewesen und mir fällt das deutsche Wort dafür gerade nicht ein. Aber schön, dass ich weiß, wie das englische Wort dafür heißt. Alter. Was ist denn das für eine Insel? Oh mein Gott. Warte, längst Kidnapper hier. Das sind so viele. Eieiei. Fast alle bekommen, cool. Moment. Würde ich sagen, mache ich hier den Punkt hin und mache den davon weg, weil dann sieht man die nämlich hier sowieso alle. Also ich glaube, Erze sollte man jetzt, spätestens jetzt mit 3 Regionen, sollte man eigentlich keinen Kristallmangel mehr haben. Höchstens, wenn halt das tägliche Limit ausgeschöpft ist. Aber wenn man möchte, kann man echt jeden dritten Tag nur die goldenen Farben gehen und hat man's. Halt nur die großen Spots wie den hier. Das ist aber eine sehr leere Insel, möchte ich anmerken. Hm. Hier ist dann gar nichts. Gut. Da ist noch das eine Camp und dann bin ich auch fertig. Den folge ich mich nach oben und dann fliege ich runter, würde ich sagen. Das klingt nach einem Plan. Wieder so ein Wiesel? Nee. Doch. Time to go. Bist du, wir wissen mal, als Fleischwiesel gewesen, okay. Du hast kein Geldwiesel. So, hi Leute. Wir machen jetzt mal ganz große Party. So, und geben ihm mal ein bisschen was zurück und. Barbara, bitte mach mal hier irgendwie Wasser. Ich fühle mich ein bisschen gefährdet gerade. Aber okay. Eine Kiste für eine große Kiste. Ist doch auch gut. Ja, 3 Siegel. Sie 200 müsste ich jetzt ja definitiv haben. Ist da noch was? Nee. Oder? Amakumo-Berg. Was? Nur weil ich da ganz kurz rausgetreten bin? Okay. Interessant. Tschüss, Deppen. Das gleicht ja aber irgendwo auch schon Völkermord in gewisser Weise, oder? Wie wir hier mit den Helicholen der Welt umgehen. Oder den Abyss Mages. Sie sind zwar böse und sie greifen zuerst an, aber... Irgendwie haben sie es trotzdem nicht verdient. Ganz blöde Idee, kann ich das Ding drehen? Ne, das ist fest verbaut. Okay. Ja gut, dann der beste Weg ist glaube ich von hier oben aus gesehen. So.
Ich habe. Oh, okay. Nein. Nein. Scheiße. Jetzt kann ich auch Kasor nutzen, ja. Sieht echt gar nichts gerade unter einem. Da ist die Insel, also muss ich in die Richtung. Eigentlich wollte ich noch mal ein Stück nach oben, aber egal. Da könnte auch noch was versteckt sein. So ein bisschen. Gucken wir vielleicht auch noch mal um. Das wäre auch eine Option, da noch mal zu gucken. Okay, die Insel ist ein bisschen größer. Die Insel ist doch ein ganzes Stück größer. Bin jetzt eine halbe Minute in der Luft. Wow. Sag mir bitte, dass es hier wenigstens einen Teleporter gibt, aber ich glaube nicht. Hatte war keiner, glaube ich. Scheiße. Entweder hier oben umgucken oder hinten unten. Erst. Ich würde sagen, ich gehe zuerst ganz ans Ende und arbeite mich dann vor. Hier ist noch ein Plan. Ich glaube, es ist ein Plan. Endora ist auch schon eingepennt. Cool. Ich frage mich ja, wenn nochmal ein Event kommt, wo man Endora wieder bekommen kann. Wie machen sie das mit Leuten, die Endora schon haben? Kriegen die dann einfach nur eine extra andere Belohnung oder wie ist das? So. Cool. Wir haben am Arsch der Welt gelandet. Hauptsache. So. Da gibt es auf jeden Fall schon mal ein Dingens. Die wird mehr oder weniger patrouilliert. One with nature. Hab ich gerade einen Metachul aufgeschworen? Cool. Interessant. Und der Kiste danach. Also. Okay. Muss sogar hier außen rum mich erst quasi durcharbeiten, damit ich das Hauptding da beilegen kann. Cool. Dass die da so stehen bleibt, wundert mich gerade irgendwie. Ich hätte dich am Leben gelassen, wenn du liegen geblieben wärst. Aber okay. Du wolltest nicht liegen bleiben, also kriegst du jetzt volle Breitseite. So. Hier ist aber auch wieder verdammt viel mittlerweile an Grünzeug außenrum. Ich würde es halt nicht liegen lassen, weil irgendwann kann ich es halt notfalls verbrennen im Dingens. So, das waren jetzt zwei Stück. Hier gibt es keinen Teleporter hinten. Ich scheiß auf die beiden. Ganz im Ernst. Solidify! Das, da lohnt sich mir der Weg definitiv nicht. Oh, dafür lohnt sich der Weg für mich zumindest definitiv nicht. Für zwei Dinger. Nicht, wenn ich eine Minute fliegen muss. Mein Weg ist trotzdem simpel und kein Klettern und so weiter, aber trotzdem. Ja, es ist mir dann doch zu blöd. In gewisser Weise. So schön das hier was war, aber... Das ist alles andere als effizient. Andere, na gut, jetzt sind es schon drei. Für drei markiere ich normalerweise. Wenn hier halt ein Teleporter wäre, würde ich es auch machen, aber hier ist keiner. Das ist halt ein bisschen zu viel Gefliege und Gelaufe. Vor allem unnötigerweise sogar. Oh. Da steckt eine Dingens in der Dingens. Halt, wo ist meine Seele jetzt hingeflogen? Ist die mit dem Ding geflogen? Mit dem Portal?
Im Phasentor. In welche Richtung kann ich das noch drehen? Okay, so kann ich nichts aufmachen. Aber so kann. Ah, so könnte ich bestimmt. Okay, so könnte ich bestimmt in die Richtung. Aber da muss ich halt. Ja, muss ich auch von da in das Arztkacke. Ist nichts. Da auch nichts. Also macht nur der Weg momentan Sinn. Wo lande ich jetzt? Aha. Ganz oben, da ist auch noch ein Elektrokolos wieder. Cool. Gut, dass ich hinten gelandet bin, weil so habe ich mir jetzt das Landen hier verbessert. Orbit halt dich fest, Orbit halt dich fest, Orbit halt dich fest. Oh mein, hält sich nicht fest. Besser. Moment. Crumble. So. So und. Kommt man da wohl auch ohne solche Charaktere ran? Also ein bisschen schiedrig ist sie schon. Gut, da laufe ich gleich rum. Ich würde sagen, ich mache da so ein... Jetzt, wenn ich jetzt gerade eh hier bin, würde ich von da aus loslaufen, mehr oder weniger. Und dann einmal draußen rum. Zum Ende dann einmal vielleicht den Trainer. This is order. Darf ich euch? Darf euch. Cool. One with nature. I'll protect us. Useless. Ach, klasse. Solidify. Und mach so, mach so. Wo ist er jetzt hin? Ist er gestorben? Ne, da unten ist er. Okay. So, hübsche Truhe und jetzt ist das nächste Ding offen. Cool. There's quality. Ist die Barriere weg? Oder war da überhaupt eine Barriere? Ich dachte, da wäre eine Barriere gewesen. Aber offenbar nicht. Okay. Da sind wieder Akku, Amuka, die komischen Früchte halt. Oder? Doch, sind so. Amaku, Akuma, Akumaka, whatever. Irgendwas in der Art. Solidify! So. Nichts. Nee, krass, kann ich jetzt doch mal sehen. Nee, kannst nicht. Immer einsammeln. Beim ersten Mal Kunden alles einsammeln, was man sieht, weil sonst hat man hinterher das Problem, dass man daran einen Mangel hat. Das habe ich gemerkt, nachdem irgendwie keine Updates kamen mit Content, sondern nur mit Events. Und da hat man dann gemerkt, irgendwann so, scheiße, irgendwie. Solidify. Fehlt so ein bisschen was. What the fuck? Ist mein Internet weg? Mein Internet ist weg, glaube ich. Cool. Kann Charakter nicht wechseln. Und die kriegen keinen Schaden mehr. Und Streamless hat sich auch aufgehangen gleichzeitig. Na klasse. Cool. Ist schon das zweite Mal. Und vor allem, mal raus kurz. Ist mein Upload fertig gewesen? Ja, der Upload war fertig, Gott sei Dank. Jetzt muss ich das hier nochmal machen. Ich muss schon wieder so viele Videos fertig machen. Für 16 Videos oder so. Ekelhaft. Verdammt. Ich gehe jetzt auch die ganze Zeit. Und das in der Deck. Überleg gerade. Hatte ich jetzt schon direkt oder ja, Zeitüberschreitung auf jeden Fall schon mal. Good to know. Ja, Streamless hat sich auch aufgehangen und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt pausieren will oder beenden will, weil in den meisten Fällen ein Rumspackt so ein bisschen. Da auch noch rein. Versuch's einfach mal. Ich gucke einfach jetzt mal, ob im Ordner die Aufnahme dann einfach pausiert wird. Ist das dann hier einfach mal ciao und bis dann.